Jo Leute, willkommen zurück zu Minecraft Tagged Light mit Sven und Markus. Obwohl Markus Hallo. Schon wieder irgendwo anders ist. Warum? Ja, heute aus meiner Sicht wieder, beziehungsweise die nächsten drei Folgen aus meiner Sicht. Markus, du musst mir jetzt mal zeigen, wo das Feld hin soll. Shit. Oder soll ich jetzt die Lampen Etage machen? Ja, okay, dann bau du erstmal. Dann mach ich das dann. Das geht doch mit mit Fackeln, oder? Kann man auch anbauen, so. Oder? Oder braucht man Sonne für Farm? Nee, Fackeln reicht. Gut. Puh. Wir bauen hier mal wieder. Hey, the fuck Blöcke, ey. Platzieren die sich nicht? An meinem Ding hier weiter, an meinem Projekt, was ich vorhabe. Den japanischen Tempel. Mit einem schönen Grafikbug. Können wir mal kurz gucken, was es unterirdisch. Ja, oder auch nicht. So geben täte. So, ich brauche Erde. Dü-dü-dü-dü. Da. Muss eh alles weg. Also soll ich die Fackeln jetzt mit zwei Leuchtblöcken bauen oder mit einem? Die Dinger. Was? Ja, deine Lampen meinst du? Lampen. Ich bin mir immer noch nicht sicher, weil das mit dem WLAN, wenn man dann außen rumläuft, sieht man ja das WLAN-Ding hinten dran. Ja. Sieht ja immer komisch aus. Ich kann die Lampen natürlich auch einfach im Boden versenken. Standardmäßig, dass die quasi immer im Boden drin sind. Oder so, dann könnte man es unterirdisch machen, wie ich es eigentlich vorhatte. Ja, die fahren dann halt nicht raus, sondern die sind halt auf Höhe des Bodens den Weg entlang. Genau. Und dann kann man sie ein- und ausschalten. Genau, weil Lichtsensor gibt es hier doch nicht anscheinend. Haben wir ja letztes Mal festgestellt. Warum? Also so, dann baue ich dir jetzt einfach den Weg entlang an der Seite, oder was? Genau, alle... In der Burg jeden Block und in außerhalb wie viel? Also ich würde sagen, in der Burg jeden Block. Jeden Block, meinst du? Ja. Okay. In der Burg drin schon. Sieht dann cool aus, wenn dann leuchtet der komplette Wegrand. Genau, dann machen wir das so und dann außerhalb dann alle vier Blöcke. So, dass es einigermaßen, dass es genug Licht emittiert, dass da nicht gerade immer Monster spawnen. Ja, die spawnen dann neben dem Weg. Ja, weißt was ich meine. Nicht direkt auf dem Weg. Weil der Weg ist ja nicht breit genug, wenn man Licht hat. Und so. Jo, mach mal, wenn jetzt reißen wir es wieder ab. Weil das kann ich jetzt machen, solange der Markus danach an der zweiten Etage baut. Ja, und ich tu mal Dirt Farm. Wir haben ja keins mehr, das ist das Bescheuerte. Aber dafür haben wir jede Menge diese komischen Magic Scrap Boxes da. Auch wie die immer heißen mögen. Was? Diese komischen Boxen, wo wir jetzt für Yu-Yu-Meter verballern. Scrap Boxes. Ja, da kannst du doch auch irgendwas raus. Kommt da auch irgendwas raus normalerweise, nicht? Wenn man die auflöst. Finde ich irgendwie einen Effekt, glaube ich. Hast du hier eigentlich für einen langen Redstone-Ding gelegt? Damit man sie unterirdisch anschließen kann. So, dass er auch rausfahren wollte ich ja eigentlich haben, aber es geht ja nicht. Leider. Mega das lange Redstone-Ding, sieh. Ja. Wo einfach am Ende nichts dran hängt. Ja, das war schon vorgebaut, dass ich es nicht immer nachziehen muss. Aber dann baue ich jetzt einmal den Wegrand. Es war ja unnötig, hast du ja gemerkt. So. Wieder ein bisschen Dirt. Boah, das ist ein Riesenfeld eigentlich, was ich davor habe. Das ist ein Riesenfeld. Und ein Enderman, ja? Kann man den angreifen? Du kannst aber. Mist. Dann stirb. Na was, ich sterbe doch nicht gegen Enderman mit dem Nano-Saber. Komm schon. Ja, es wäre nicht One-Hit. Nee, ist nicht One-Hit. Aber ich habe ihn jetzt einmal angehittet, jetzt muss er nur noch mal rüberkommen. Dann kriegt er den Rest geschenkt. Komm. Der portet sich immer weg, die Feuersau. Ich laufe dir hinterher, du Scheißteil. Der kommt jetzt von irgendwo und macht mich tot. Wahrscheinlich. Na, lache ich. Naja, ist weg. Es gibt einen Hörner. So wie das bei dir halt einfach jeder machen will. Boah, Terraforming, jawohl. Ja, die nächsten paar Folgen werden nicht so spannend sein. Ich kann aber von der Gamescom erzählen. Das war richtig geiler Scheiß dort. Und vor allem kühl. Die Hallen sind so richtig geil klimatisiert. Das glaubt ihr mir gar nicht. Du bist reingekommen und hast geschwitzt wie ein Schwein und hinten war es einfach kühl.
nicht mehr als 23 Grad gehabt. Und wir brauchen... Müssen das machen. Ha? Sterben hier Leute, ey. Ja, ja. Müssen das machen. Aber... Sterben Leute, ey, in der Hitze. Es gab auch Nachteile von der Gamescom. Also was ich richtig beschissen fand, war die Menge der Leute, wo auf die Gamescom gehen. Natürlich, es ist eine der größten Messe, aber als Veranstalter von dieser... Es waren mehr wie letztens, wie gestern war mehr wie letztes Jahr. Ja, es war ja komplett ausverkauft. Letztes Jahr war es, glaube ich, nicht komplett ausverkauft. Aber auf jeden Fall, da müssen sich die Veranstalter was einfallen lassen. Ich habe für, oder gesehen, beziehungsweise auch Bilder gemacht. Video gibt's auch noch, habe viele Bilder. Mache ein kleines Video da draus. Für ein Nintendo-Spiel, ich weiß gar nicht mal für welches Nintendo-Spiel, hat man 220 Minuten anstehen müssen. Fast vier verfuckte Stunden für ein Nintendo-Spiel. Weißt du, wer ist Assassin's Creed oder so irgendwas? Würde ich sagen, ja, okay, kann man sich geben, muss man aber nicht. Nintendo ist halt Nintendo, was willst du erwarten? Ist halt einfach Kultding. Ja, aber vier Stunden. Nintendo hat jeder angefangen, was? Ja, ich habe damit ja auch angefangen, eigentlich. Aber vier Stunden, Alter, was machst du vier Stunden in der Schlange? Keine Ahnung. Du nimmst halt alles mit, Essen, Trinken. Also das musst du dabei haben. Halt, manche haben ja ihre Klappstühle dabei und ihre. Ja, natürlich. Und ihre Tablets und die haben ja auch recht. Ja, aber vier Stunden. Sag ja, Assassin's Creed waren ja schon mit 3 Stunden schon ewig. Ich wollte es auch spielen, aber 3 Stunden für ein verdammtes Spiel anzustehen? Echt jetzt? Wo man dann 15 Minuten zocken kann? Ja, das ist echt irgendwie ein bisschen lame. Ich hab Mad Max habe ich gezockt, ich hab mal auch so ähnlich wie Oculus Rift angestanden, über eine Stunde lang, dass ich 7 Minuten lang das spielen durfte. Oder ausprobieren durfte. Wow. 7 Minuten, ja. Wurde neben dir stand dann nur so eine hübsche Blonde und die hat dir dann die Zeit gestoppt. Hast du ja nicht so lange das Ding benutzt. Ja. Das ist doch krank sowas. Ich weiß nicht mal, ob ich nächstes Jahr nochmal hingehe, weil das tue ich mir nicht an. Entweder sie müssen da was ändern dran oder ich weiß auch nicht. Also ich finde es eine Frechheit den Leuten gegenüber, vor allem manchmal sind ja auch Eltern mit Kindern dort. Und den Kindern das zuzumuten, 4 Stunden für ein Nintendo-Spiel anzustehen, weil es war, glaube ich, so ein Kleinkindspiel da, irgendwas. Das ist ein bisschen... Kleinkindspiel. Ja, so, keine Ahnung, Mario Tennis oder so irgendwas. Achso, ja, das, ja. Kleinkindspiel eben, kein Black Ops 3 oder so. Ja. Kleinkindspiel. Nenne ich es jetzt einfach mal so. Die. Natürlich, wenn es coole Spielen, das auch alte, so ist es nicht, aber es ist, glaube ich, eher für die jüngere Generation gedacht. Ja. Was ich mir vielleicht holen werde, ist Fallout 3. 4, sorry. Das hat richtig. Da habe ich einen richtig geilen Ingame. Also spielen konnte man es nicht. Die haben ein riesen Kino aufgebaut gehabt, wo so 100 Leute reinpassen und dann hätten sie uns einen Trailer gezeigt. In-game. So eine Pressekonferenz, oder? Präsentation, ja. Ja. Da halt. Ja. Dumm. So eine kleine PK. Vor allem verzählt, ja, von wegen, man kann das Spiel in 15 Minuten nicht. Antesten richtig und deswegen gibt es jetzt nur diesen Trailer. Und was war in dem Trailer? Da hinten sind ein paar Leute Blood Raiders oder sowas platt gemacht und ein bisschen rumgeballert. Das hätte ich in 15 Minuten auch machen können. Nein, das Spiel ist glaube ich noch nicht spielbar oder was weiß ich. Weil sonst zu viel geraged wird. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also das, was sie uns gezeigt haben, das war ein ganz normales Gameplay, wie man halt die Leute abschlachtet bei dem Spiel und wie es bei... Batman war ja auch voll spielbar ist. Batman? Batman, hast du nicht gehört? Nee, da habe ich jetzt nicht angestanden. Batman Arkham Knight? Nee. Also, nee, da war nicht, das ist ja schon längst draußen, aber es wurde aus dem Markt genommen, weil es damit nicht spielbar ist. Echt? Hä? Das ist halt kacke. Ja, also, das ist halt kacke. Also, die haben es rausgebracht, das Spiel. Ach ja, wir haben es kurzzeitig mal vom Markt genommen. Und dann jetzt haben sie es vom Markt genommen. Nee, immer nee, noch. Nur kurzzeitig. Die haben es irgendwann wieder rein, glaube ich, oder? Nee, nee. Ich weiß nicht. Konsole ist drin, aber nicht PC. PC bauen sie immer noch dran. Das ist super. Sehr genial. Da hast du Geld ausgegeben, kannst nicht spielen. Ja, doch. Konsole kannst die du spielen. Die, gekauft haben, können spielen. Nur ja.
Du kannst es nicht mehr nachkaufen, weil die sagen, das Risiko ist zu hoch, dass sich Leute beschweren, weil das Spiel nicht richtig läuft. Ne, kacke, ne? Das Spiel läuft halt vieles. Star Wars ist aber eigentlich kannst gar nicht Games kommen, kannst so GameStar und so schauen. Das ist krass. Aber ich fand's jetzt gar nicht so schlimm eigentlich. Was? Was? Also ich hab's auf einem Konsolen-Gameplay gesehen, aber da ja, läuft's Konsole, eigentlich. Konsole geht ja. Das ist nur kleine Probleme, aber PC, schaut. Aber ich sag ja, was da für Leute rumgelaufen sind, da das schnallst du ab. Die typischen Gamer. Richtig so picklig, dick. Typische ja, deine Beschreibung, Alter. Typisches Gamer-Klischee. Warum? Ja, so Nerds ja, wie. So Nerds wie ihr, so keine Freunde, keine Hobbys. Ja, Alter, das sind die besten Menschen. Glaube ich dir. Nein, aber es gab auch Frauen, jede Menge coole Frauen, vor allem hübsche Frauen, wo gezockt haben. Coole Frauen. Hübsch, sagen wir einfach hübsche Frauen. Hätte ich nicht gedacht, dass es solche Frauen gibt, wo Computer... Herr Fulcher, sind die Frauen erst cool, wenn sie zocken. Und dann hübsch. Unhübsch. Hübsch und zocken, das wäre halt das Nonplusultra. Dann nerven sie auch nicht, wenn du mal stundenlang vom Spiel hockst und sagst, ja, ich hab jetzt gerade keine Zeit. Es gibt viele, die Gamerinnen, die voll hübsch sind, Alter. Ja. Echt? Ich hab noch keine kennengelernt. Ja. Ich hab noch keine kennengelernt. Hä? Ja, was? Hast du schon eine kennengelernt? Nein. Siehst du. Die werde ich sofort heiraten dann. Er wird okay, nicht lange überlegen. Ja, du suchst Mutter die Partnerin raus. Du musst sein, du Computerspiele spielen. Ja, das ist egal. Das passt dann schon, das biegt man sich dann hin. Und kochen sollte sie können. Obwohl, kochen gucke ich lieber, also. Das kann übernehmen. Sie muss nur das Computerspielen haben. So. Kochen, wenn sie nicht kann, egal, ich kann es auch. Eben. Achso, ich hab gemeint, sie muss Computer spielen. Nee. Nee, meine Freundin spielt nicht Computer, glaube ich. Die kann damit gar nichts anfangen, hat aber auch nichts dagegen, dass ich es mache, von dem her passt. Kann nichts damit anfangen, ein Computer, was ist das? Ja, du weißt schon, was ein Computer ist, ja doch selber ein, aber du benutzt da nicht zum Spielen. Achso, so meinst du das. Guckt sie auch unsere Videos an? Nein. Weiß sie das, dass du Videos machst? Ja. Ja. Markus, ich rede nicht mit dir, oder bist du seine Freundin? Er kennt meine Freundin. Nein, ich kenne nur seine Freundin. Ach ja. Warum hast du eigentlich keine, Markus? Ich kann er ist so ein hässlicher, fetter Gamer mit Pickeln. Achso, ja, genau. Und Hemd schau auch so. Was? Unterhemd und so, da laufe ich immer rum. Ja, ja, eben drum. Nee, Alter, Unterhemd war öffentlich, mal. Öffentlich laufe ich immer Digga, so rum. Digga, Unterhemd war doch mal, das ist schon längst vorbei. Jetzt läuft man einfach nur noch in Unterhose rum. Ja, wollte gerade sagen, nur im Boxershorts genau, den ganzen Tag. Genau, nackt vorm PC. Anziehen, was ist das? Brauche ich nicht. Schock, nackt vom PC eigentlich, Alter. Widerlich. Will kein Mensch wissen. Doch, ist voll geil. Was du geil findest, Alter. Das dich aus, Alter. Was du geil findest, Sven, das ist ja bäh. Ist geil, ja. Ne? Nein, ist nicht geil, ist bäh. Was ich geil finde, ist geil, Futur. Musst du noch lernen. Nein. Ab hier... Futur ist eigentlich schon 6, 15 Minuten um, oder nicht? Nein, noch nicht. Nein. Ich heiße nicht Markus, ich... Timer zu stellen. Eben, ich habe nämlich mal Audacity nebenbei laufen, dann sehe ich das immer, wie viele Minuten wir haben. Wir sind jetzt bei 14 Minuten und 8 Sekunden. Wow. Wow. Das heißt, ihr könnt jetzt quasi schon so langsam das Ende einleiten. Boah. Ja, eigentlich schon, aber ich... Bei mir ist eh immer dasselbe. Ich sage jetzt einfach einen Tschüss, wir haben keinen Bock mehr zu. Ja, fickt euch. Es geht eh gleich weiter, von dem her. Ja, für den Rest nicht. Ja, Markus geht schon mal. Dem reicht's. Du weißt, dass wir noch ein bisschen aufnehmen müssen. Letzte Folge für heute, auf Wiedersehen. Wir haben gerade angefangen, jawohl, letzte Folge. letzte Folge für immer. Hey, wir stampfen das Projekt jetzt ein, mittendrin. Ever. Jo. Ich bin jetzt Hello Kitty online, Alter. Alter, geil. Bist ein richtiger Pro-Gamer, sagst du? Ja, Hello Kitty Pro-Gamer bin ich. Kann man das überhaupt sagen? Ja, ja. Ja, man kann alles sagen. Du bist eine Pflaume, siehst du es ja.
Und Essen. Ja, Essen, das machst du eh immer. Aber jetzt in der Aufnahme, heute nicht, gell? Kann das sein? Ich hab davor gegessen. Nein, ja. Ich hab sogar in der Aufnahme gegessen, aber da war ich schon ziemlich fett. Du bist immer fett. Ich bin ja auch vor einer halben Stunde aufgestanden. Achso. Naja, sagen, gut, aber das Thema du mal gleich in der nächsten Folge. Nein, Creeper. Vertiefen. Also, bis gleich. Tschüss. Tschüss.